Willkommen zu den Update News vom 18. Juli 2018. Diese Woche sind alte Urpferdebekannte zurückgekehrt, und zwar die ersten drei Shire Horse Farben, die es schon mal gab. Der Rappe mit dem blauen langen Haar, der Lichtfuchs mit dem grünen langen Haar und der, ja, mehr oder weniger Schimmel mit dem pinken langen Haar. Diese könnt ihr auf dem Weg von Silverglade Richtung Firgrove bzw. umgekehrt bei Gary Goldzahn kaufen. Der bleibt für 2 Wochen da und jedes Urpferd kostet dabei 599 Starcoins. Weiter geht außerdem auch direkt die Story Quest. Die ist ja letzte Woche ziemlich abrupt geendet. Wenn ihr da schon soweit seid, dann geht es diese Woche unter dem geheimen Steinkreis weiter bzw. in Fripps Kammer. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir so über Idris und den mysteriösen Zirkus noch so rausbekommen. 2 neue Outfits für die Cosplayer unter uns gibt es im Purple Pony im Shopping Center. Diese beiden Outfits gehen so ein bisschen in die piratenmäßige Richtung und haben auch jeweils direkt noch ein passendes Set beim Pferd. Sie sind alle championatstauglich, aber die Preise sind gepfeffert, denn so ziemlich jedes Teil kostet über 100 Starcoins. Für Jorvik-Schillinge sind alle Outfits weder für den Reiter noch für das Pferd nicht erwerbbar. Zusätzlich gibt es dort 3 neue Haustiere. Das sind die Plüsch-Urpferde, die wir das letzte Mal bekommen haben. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen schade, denn das Regenbogenpferdchen gab es das letzte Mal für den Gutscheincode Rainbow Plush einzulösen. Dieser war nach einer Weile abgelaufen und nun kann man dieses Pferd zusammen mit den anderen für je 110 Starcoins im Spiel erwerben. Das muss ich wirklich kritisieren, denn ich finde, eine Sache, die man über einen Gutschein bekommen konnte, der limitiert war, sollte auch limitiert bleiben und nicht auf einmal im Spiel kaufbar sein, damit es eben was Besonderes ist. Das gibt von mir persönlich einen Daumen runter, Star Stable, denn so wird das Sammelobjekt einfach nur zum teuren Prestige-Item degradiert. Die 3 neuen Urpferde sind diese Woche aber nicht das einzige Neue. Das 4. neue Pferd kann ich euch leider noch nicht wirklich zeigen, denn das kommt in die App. Momentan ist es aber sowohl auf Android als auch auf iOS wohl noch nicht verfügbar. Dort kommt ein neues Pony rein, und zwar ein windfarbenes Pony. Außerdem hat sich auch das Leveln des Pferdes dort ein wenig verändert. Man bekommt jetzt für jede Aktivität, die man durchführt, Sterne. Und wenn man genug Sterne gesammelt hat, steigt das Pferd ein Level auf. Ihr seht hier, dass man nun für jede Aktivität eine gewisse Anzahl an Sternen benötigt. Und die Aktivitäten, wo man Fehler machen kann, da bekommt man dann einfach einen Stern abgezogen, wenn man den Fehler dann eben macht. Das heißt, aufpassen und anstrengen. Wie viele Sterne man an einem Tag zusammenbekommen kann, auch durch die Level-Ups und dadurch neu freigeschaltete Interaktionen, das kann ich euch momentan noch nicht sagen. Aber wenn ihr eine Aktion abgeschlossen habt am Tag, dann bringt die euch keine Sterne mehr. Dann geht das Sternesymbol weg und sie bringt euch beim Wiederholen keine weiteren Punkte. Ich werde mir, das kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern, kein Urpferd holen, sondern mir das Pony in der App holen. Und ich habe beschlossen, dass ich, sobald ich das Pony holen kann, dass ich dann auch nochmal eine Videoreihe dazu mache. Last but not least gibt es noch ein neues Item für Star Rider, für Lifetime Star Rider im Bonus-Shop von Moorland. Und zwar gibt es dort eine rote Sonnenbrille, wie immer ohne Werte. Das, ihr Lieben, war es jetzt vom Update. Ich bin gespannt darauf, wie jetzt die Story-Quests weitergehen. Ich freue mich auch sehr darauf zu sehen, wann das Pony dann in die App kommt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was sagt ihr zu dem neuen Outfit, was sagt ihr zum neuen Pony, zu den alten Urpferden, dass sie nochmal da sind? Was sagt ihr zu den neuen Outfits? Holt ihr sie euch oder sind sie euch zu teuer? Ich bin gespannt auf eure Meinung und damit macht's gut. Tschüss!